Ich habe 100 Euro bei McDonald's Monopoly ausgegeben und habe versucht, die Hauptgewinne bei McDonald's Monopoly abzukassieren. Monopoly's back, sag es jedem deiner Freunde. Aber bevor wir in das Video gehen, müssen wir natürlich erstmal klären, wie klappt man einen Jackpot? Was McDonald's Monopoly überhaupt ist. McDonald's Monopoly funktioniert eigentlich wie das normale Monopoly-Brettspiel. Man kauft quasi etwas, kriegt dafür die Straßen und muss möglichst versuchen, die Straßen voll zu bekommen. Wenn man die Straße voll bekommt, dann bekommt man bei McDonald's einen Gewinn. Dieses Jahr ist das Ganze etwas anders, und zwar sind diese Straßen versteckt hinter sogenannten Gewinncodes. Davor die Jahre immer anders, da hat man nämlich immer die Straßen richtig bekommen und man konnte es quasi auf dem Spielfeld einkleben. Das ist jetzt ganz anders, es gibt jetzt quasi so eine Gewinnanimation. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal und holen schon mal unsere erste Bestellung bei McDonald's, weil für 100 Euro bekommt man bei McDonald's schon eine ganz schöne Menge und die müssen wir leider auch ein bisschen aufessen. Das wird mal wieder ein bisschen auf die Hüften gehen, aber ich weiß, ihr feiert das, deswegen viel Spaß und wir gehen rein in die erste Mahlzeit. So, Freunde, und da sind wir mit der ersten McDonald's-Bestellung. Diese hat jetzt 13,47 € gekostet, plus 1 Euro extra, weil ich 1 Euro gespendet habe und habe hier so Pflaster bekommen. Extra starke Trost-Hasen-Pflaster. Die sehen doch richtig süß aus, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber heute geht es nicht um Spenden, sondern heute geht es um Monopoly-Gewinne. Lieben wir. Deswegen 14,47 € haben wir ausgegeben, abgezogen von 100 Euro ergibt das. 85,53 € haben wir dann also noch zur Verfügung. Die haben sehr, sehr geile Sachen. Und zwar einmal eine Cola Light mit Gewinnsticker, weil Kalorien trinkt man nicht. Einmal ein McFlurry mit Karamellsoße. Warum das Ganze mit Karamellsoße ist, werdet ihr nachher noch erfahren. Dann einmal diese Riffelkartoffeln. Eine Apfeltasche. Und spätestens jetzt solltet ihr das nämlich wissen, weil wir machen Fusion, Apfeltasche und McFlurry. Secret McDonald's Menü. Habe ich bei Julian im McDonald's Video gesehen. Grüße gehen da an dieser Stelle natürlich aggressiv raus. Ich musste unbedingt wissen, wie das schmeckt, weil das sah so heftig geil aus. Und Freunde, hier nochmal zum krönenden Highlight. Crispy Homestyle Chicken. Meiner Meinung nach einer der geilsten Burger bei McDonald's. Ja, Freunde, und das ist jetzt mein Menü. Ich habe übertrieben Hunger, habe heute fast den ganzen Tag nichts gegessen. Deswegen freue ich mich, mir dieses Menü jetzt hier reinzuziehen. Ich mache das immer so, dass ich hier den Burger habe und auf der anderen Seite mache ich immer die Pommes rein. Zack. Dann kommt noch so Mayo in die Ecke. Und dann kann ich das alles perfekt dippen. Und hier haben wir noch unsere Gewinnsticker. Die werde ich jetzt nachher alle abziehen, denn es gibt nämlich eine Neuerung von. Früher war es nämlich so, dass es immer so Sticker gab und die konnte man auf so ein Plakat einkleben, so wie bei dem klassischen Monopoly, dass man so die Karte hat und die hat man dann auf so ein Spielfeld geklebt. Jetzt ist das Ganze virtuell, das heißt, wir haben hier einfach einen Gewinncode, den zieht man ab und dann werden wir das nämlich nachher nach dem Essen in der App einlösen und schauen, was haben wir gewonnen. Und da werden wir auch sammeln, welche Straßen und welche Gewinne wir bis jetzt vermerkt haben. Ich hoffe, wir knacken den Jackpot mit nur 100 Euro Einsatz. Ich bin auf jeden Fall optimistisch. Man muss immer optimistisch sein. Also Freunde, guten Appetit. Nur noch Jalapenos würden fehlen und dann wäre der perfekt. So ein bisschen schärf. Die Riffelkartoffeln sind übrigens auch ganz nice. Schmecken irgendwie komplett anders als die normalen Pommes. Das ist übrigens wie mit Nudeln, Freunde. Verschiedene Pastasorten schmecken einfach anders. Das ist einfach so. Schreibt es mal in die Kommentare. So, Freunde, ich habe den Burger verputzt und den Großteil der Pommes und jetzt kommen wir nämlich zum Highlight. Apfeltasche Features McFlurry. Und sie als Ganzes ins McFlurry geben und einfach mit meinem Löffel, den ich dabei habe, so zerbrechen. Wir starten mal mit einem recht dicken Stück. Kann was, aber ich bin auch ehrlich, Freunde, ich glaube, es würde es nicht auf die Karte schaffen. Die Apfeltasche wird auch relativ schnell so weich und so ein bisschen matschig vom Eis. So, Freunde, ich habe jetzt aufgegessen und hier sind noch alle Sticker dran. Die werde ich jetzt alle mal abnehmen und dann haben wir hier nämlich diese Gewinncodes. Macht euch keine Sorgen, ich habe, wenn das Video online gekommen ist, sowieso alle Codes schon eingelöst, deswegen braucht ihr gar nicht geiern. Meine Taktik bei McDonald's war es, möglichst viele verschiedene Sachen aus dem Shop zu ziehen. Meine Theorie war, hole ich verschiedene Produkte, bekomme ich auch verschiedene Straßen. Sodass, wenn ich zum Beispiel immer nur Apfeltaschen kaufe, hätte ich Angst, dass ich immer nur die gleiche Straße bekomme. Deswegen habe ich gedacht, ich muss quasi so gefühlt alles von dieser Palette essen. Und mit 100 Euro habe ich das eigentlich auch ganz gut geschafft. Sticker, let's go! Mal gucken, was wir gewonnen haben. Die Animation ist natürlich schon ziemlich nice. Jackpot-Ticket, okay. Dann haben wir die Seestraße. Aktivieren wir direkt. Minütlich bis zu 100.000 Euro kassieren. 3, 2, komm, Baby, gönn! Gönn! Gewinner wird ermittelt. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich bin ehrlich, so ein bisschen macht das süchtig. Das bisschen wie FIFA-Packs öffnen, ne? Aber ich bin noch nicht süchtig. Das ist richtig geil. Okay, ich glaube, man bekommt jedes Mal diese Jackpot-Teilnahme. Wir haben jetzt hier die Parkstraße. Ah, okay. Parkstraße? Ah, Digga, ich bin drauf reingefallen. Wir haben auch, by the way, nicht mal einen Sofortgewinn gehabt, ne? Also wir haben ja richtiges
richtiges Pech. Nicht mal ein Eis haben wir bekommen. Nicht mal ein Eis. Ich habe mich darüber aufgeregt und jetzt haben wir es bekommen. Und auch jetzt mal kein Jackpot-Ticket, ne? Und den Bahnhof. Okay, sammle auch die anderen Bahnhöfe, um eine McDonald's-Goldcard zu gewinnen. Lieben wir. Okay, also entweder brauchen wir diese Goldcard oder wir brauchen einen geilen Geldgewinn. Also so, ich bin ehrlich, ich würde mich schon über 5 Euro freuen. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Bisschen schade, dass man die Codes nicht scannen kann. Sammle auch die Liesenstraße und Poststraße, um einen SMEG-Kühlschrank im McDonald's-Design zu gewinnen, okay? Die erste Runde, 5 Sticker. Wir sind der Bali-Reise so nah wie sonst irgendwas, Amina. Freunde, ganz kurz an dieser Stelle eine Sache, wo ihr auf jeden Fall nur gewinnen könnt, sind bei den aktuellen Rabatten von MyProtein und von Gymshark. Schaut da auf jeden Fall gerne in den Shops vorbei. Nutzt bei MyProtein auf jeden Fall auch den Code CYBERDODO für die maximalen Rabatte. Und guck mal hier, MyProtein hat auch ein paar richtig geile Aktionen und Sachen gedroppt. Zum Beispiel gibt es jetzt hier das neue Flavor Powder für Kaffee oder Magerquark. Da kann man endlich alles von MyProtein nutzen und muss nicht von irgendwo anders die Sachen holen. Oder hier, Impact Whey Ruby Chocolate kann ich auch maximal empfehlen, schmeckt übel krank. Und dieses Jahr erstmal neu im Rabatt, damit du weiter Bescheid weißt, ist Kreatin. Kreatin hat jetzt auch ein bisschen Rabatt drauf drin, ne? Da kannst du auch nochmal vorbeischauen. Oh mein Lieber, als wenn das Ganze hier noch nicht genug wäre, der macht hier meinen Sponsor hier, Bekleidung hier, ne? Dieses Gymshark. Gymshark macht hier auch einen geilen Sale, einen schönen Sale, ne? Bis zu 60%. Links sind alle in der Videobeschreibung. Das heißt, mein Lieber, und happy shopping, denn siehst du auch immer fresh im Gym aus und bist auch garantiert der breiteste. Kuss auf die Nuss, ne? Ich verpiss mich jetzt wieder und ihr könnt das Video in Ruhe gucken, Alter. Komm. Eine Ewigkeit später. So, Freunde, wir sind zurück. Sieber ist auch am Start, Digga. Arman ist auch am Start und wir haben hier die nächste McDonald's-Bestellung. Die hat jetzt 16,97 € gekostet. 16 somit, Euro? Ja. Jungs, man muss groß kaufen, damit man auch viele Sticker bekommt. Weil es fehlt ja nur noch ein Sticker für eine Bali-Reise, Bruder. Eine Karte noch und wir haben eine Bali-Reise, Digga. Um nach Bali zu kommen? Schlossstraße. Wie viele Leute kannst du mitnehmen? 2, tut mir leid, Digga. Bro. Und wir haben geile Sachen drin. Das ist das Geile an diesem Video. Wir können viel ausprobieren. Guck mal hier. Die sehen schön aus. Kann man sagen, was man will. Sind die mariniert? Nee, so frittiert. Sind sie mit Schwanz, aber? Also mit hartem Schwanz frittiert? Noch eine Pommes und einen Big Rösti. Wenn ihr euch schon mal vorgestellt habt, wie Arman Schlimm aussehen könnte, das ist zu groß. Das ist zu groß. Ein bisschen kleiner noch. Wie scheiße ist das denn, wenn das online ist alles? Da kann ja meine Oma aus Ghana gar nicht mehr mitmachen. Siehst du? Es ist so dumm. McDonald's, wenn du das siehst, ich bin zwar schwarz. Das ist die dümmste Idee, die ihr jemals. Ihr findet es auch so scheiße. Das bringt gar keinen Spaß mehr so. Nein, oh. Eben. Das Ding ist, aber was es auch scheiße macht, dadurch, dass man diese Sticker hat, man kann nicht mehr tauschen. Früher konnte man ja diese Straße untereinander tauschen. Und ich bin davon überzeugt, dass McDonald's dir jetzt extra die Straßen nicht gibt, die du brauchst. Ja, die tracken das. Checkt ihr das? Das heißt, nur die Sachen, die auf deiner App registriert sind, gelten. Ja. Bevor du es nicht in die App eingegeben hast, weißt du ja gar nicht, was es ist. Richtig. McDonald's ist so intelligent, ich hätte da arbeiten können. Deswegen glaube ich, dass sie uns abziehen. Also ich glaube, man kann nicht gewinnen. Also so meine Hoffnung darauf, auf den Gewinn, ist schon ein bisschen, die wird kleiner gerade. Also an den McDonald's-Besitzer, wenn du das siehst, du bist Dreck. Ey, Parkstraße ist doch gut. Parkstraße brauchen wir noch für die Bali-Reise, aber wir brauchen Schlossstraße davon. Wir haben Parkstraße jetzt schon 5-mal oder so. Das meine ich. Ein Kaffee. Noch mal gratis. Nochmal was gratis, okay? Ich habe heute Kaffee. Wieder Parkstraße, seht ihr? Ich meine das doch. Nochmal Parkstraße. Wir haben 10-mal Parkstraße. Wie oft sollen wir parken irgendwo? Das nervt so. Und wieder ist das weg. Ja, Freunde, genau dieser Prozess hat sich die ganze Zeit nur wiederholt. Ich habe gegessen, Codes eingelöst, gegessen, gegessen und gegessen. Ihr glaubt nicht, wie viel McDonald's ich in den letzten Tagen gegessen habe. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, McDonald's schmeckt einfach immer. Irgendwann hat man zwar keine Lust mehr auf das Essen, aber sobald man da reinbeißt, schmeckt es immer. Das ist so gefährlich und es ging auch ordentlich auf die Hüften. Deswegen da an dieser Stelle meinen größten Respekt an Julian, der 4 Wochen nur McDonald's gegessen hat. Schaut doch gerne bei ihm vorbei. Grüße gehen dann natürlich aggressiv raus. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass mir zu vielen Gewinnen immer nur noch eine Straße fehlt und das Ganze hat mich extrem süchtig gemacht. Das heißt, ich war in so einem kleinen Wettstreit gefangen, weil ich unbedingt diese Straße voll machen wollte, weil ich gedacht habe, oh, mir fehlt nur eine. Und genau das hat McDonald's geschafft, mich in diesem Sinne süchtig zu machen. Und am Ende sitzen wir jetzt hier, Freunde, und ich habe in den letzten Tagen wirklich 100 Euro für McDonald's Monopoly ausgegeben. Bisschen bin ich auch stolz, ich habe halt 3 Tage lang nur für McDonald's gelebt, damit ich 100 Euro voll bekomme. Aber was haben wir jetzt nun konkret gewonnen durch 100 Euro McDonald's Monopoly? Und die Antwort ist ganz einfach, nämlich gar nichts.
Wenn wir nun aber alle Sofortgewinne zusammenrechnen, die wir gewonnen haben, würden wir auf ca. 24 Euro kommen, die wir quasi bei unserem nächsten McDonald's-Besuch sparen. Das heißt, wir haben aus 100 Euro 24 Euro gemacht. Ob sich das Ganze lohnt, weiß ich jetzt nicht. Hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber ich kann abschließend dazu auf jeden Fall sagen, diese McDonald's Monopoly-Geschichte kann ziemlich süchtig machen. Vor allem, wenn man in der App immer sieht, dass immer nur eine Straße zum Gewinn fehlt, denkt man sich, ach, ich kann hier nochmal eine Apfeltasche holen und da nochmal ein Eis. Und das führt dazu, dass man öfter bei McDonald's ist. Und das führt dazu, dass man dem Unternehmen noch mehr Geld schenkt. Und das führt auch noch dazu, dass du da draußen fett wirst und Kühlschrankhüften bekommst. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Das ist alles andere als gesund. Macht es nicht nach. Mein Fazit für McDonald's Monopoly ist es einfach, kein McDonald's Monopoly zu spielen. Ich bin an dieser Stelle raus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mal ein bisschen anders als die Videos sonst. Wenn euch solche Art von Videos gefallen, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten geht es hier weiter mit dem nächsten Video in der YouTube Sunday Premiere. Ich bin jetzt mal raus. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüss, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.